Herzlich willkommen zur 170. Folge Let's Show Play Minecraft. Wir sind wieder hier in El Andalus am Berberdorf und ich möchte heute, ja, ich nehme wieder morgens auf, ihr hört es an der Stimme. ja, die klingt heute richtig Elmar Gunsch-mäßig. Elmar Gunsch werden viele von euch nicht kennen. Er war in den 70ern viel im Fernsehen aktiv und der hatte eben eine richtig schöne, geile, tiefe Stimme. Ganz sanft, ganz bassig und richtig sanft, samtweich. Nicht sanftweich, sondern samtweich. Ja, was möchte ich heute machen? Ich möchte hier die Minecart-Station ein bisschen umbauen, weil das soll ja auch dann später noch die Erzwäsche werden. Da muss ein bisschen was passieren und eventuell mache ich heute oder machen wir heute auch noch hier am Mufti-Haus weiter. No, das steht ja auch schon so einige Zeit hier unvollendet herum. Und dann schauen wir mal, ja, was das Nahrungsmittelproblem angeht, dass halt jetzt hier in der 181 relativ wenig Tiere spawnen. Muss mal gucken, wie man damit umgeht. Ich meine, klar kann ich hier auf Getreide und Brot ausweichen. Das ist soweit keine Affäre. Aber einfach, dass das Leben fehlt in der Welt, wenn da keine Tiere und Hühner und was weiß ich nicht alles rumlaufen. Also ich habe mit Sicherheit erstmal genug Material, um hier davon mein Dasein zu fristen und kann mich halt dann auch mit Brot von den Bauernhöfen eindecken und so eine Sachen oder notfalls wird halt geangelt oder was weiß ich. Ja. Möglichkeiten gibt's ja da deren Mirere. So, und ich werde jetzt hier erstmal unten die Kisten oder beziehungsweise die Doppelkiste leer machen und das Equipment hier unten abbauen. Damit ich also hier den Platz habe, mir das so hinzubauen, wie ich das haben will. So, der hier wird auch noch wegkommen. Entschuldigung. So, ich möchte also einmal hier unten diese Ebene auffüllen mit Erde, dass also hier auf den Fels rauf nochmal eine Lage Erde kommt, die dann mein eigentlicher Boden sein wird für die Gebäude, die hier entstehen, sodass dieser Mineneingang hier dann später doch noch eins tiefer liegt. Und dann muss ich natürlich die Minecart-Strecke hier auch noch ein Stück hochlegen. Die soll ja so laufen, dass also beide Strecken über eine Weiche zusammengehen und dann in einem Stichgleis, das hier am Bahnsteig ankommt. Und das muss eben nochmal ein Stück höher, weil das Erz ja ausgeladen wird, in die Erzwäsche kommt, von da oben kommt das Wasser rein. Da baue ich mir vielleicht so eine Rinne, durch die das durchfließt. Und soll dann eben hier vorbei reingehen dann in die Duschen. Das ist auch eine Sache. nicht so ganz logisch, dass sich die Leute dann mit dem Wasser, mit dem schon mal die Kohle gewaschen wurde, mit dem Dreckwasser dann duschen. Aber schauen wir mal, vielleicht fällt mir da noch was Besseres ein, dass man den teilt oder sowas, den Wasserweg. So. So, zack, die Kiste kann ich jetzt hier auch noch schon einsacken. Und dann kann ich mir hier oben das alles so hinbauen, wie ich das haben will. Dann schauen wir mal weiter, wie das hier sich entwickelt.
Klick, den nehmen wir auch noch mit. So, dann haben wir es hier erstmal soweit aufgeräumt. So, und dann baue ich mir hier nicht die Kiste hin, sondern ein Crafting Table und den einen Ofen. Aber ich halte hier oben meine Arbeitsecke jetzt. Das ist ja auch nicht verkehrt. So, und hier kann ich mir schon wegpacken die Cobblestones, die Erde werde ich brauchen. Lever, Schalter kommen weg. Stein, Stein kommt weg. Das Zeug kommt alles beiseite. Die Chests kommen auch erstmal weg. Das kommt weg, das kommt beiseite. Das ist normales Holz. Das können wir mit dem zusammenpacken. Stone werde ich hier nicht brauchen, aber Erde. Die Stufen werde ich hier auch nicht brauchen. Ja, ich habe momentan auch nicht das Dings drin. Das Moss Deckables. Deswegen kann ich hier die vorhandenen Türen nicht stacken. Ja. Aber ich kann mir hier erstmal jede Menge Erde mitnehmen. Um hier unten die Fläche zu machen. So, da fangen wir einfach mal hier hinten an und dann geht das pop, 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 pop. Ja, das sollte schon so weit bis hier hinten durchziehen. Ja. Dass ich dann hier auch einen schönen Übergang zur Wüste habe. Und ich habe den Vorteil, dass ich also hier dann nicht so tief runter muss mit der Treppe und so weiter. Da. Na komm schon, zack. Das ist ja sowieso ein recht tiefer Taleinschnitt, den ich hier habe. Wird zwar alles dann mit den Gebäuden noch anders, aber. So, decken wir das hier mal alles schön ab. Ich meine, was ich hier an Felsen habe, kann ich mir danach raushauen. Und wenn ich lustig bin, schnappe ich mir hier noch mehr Erde. Es ist ja nicht so, dass wir nicht genug davon hätten. Und uns da nicht jederzeit noch mehr holen könnten. Und im Hinterkopf kann ich mir schon die ganze Zeit überlegen, wie ich das hier mache. Dann letztendlich umsetze mit dem Wasserlauf. Geben. So, und zack. Ja, hier von wegen Wassermelonen und so, ihr habt schon im Hinterkopf, dass meine Welt zu größten Teilen aus Chunks besteht, die mit der 1.1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 erstellt wurden. Ja. In die Gebiete, die wir auf der großen Expedition entdeckt haben, die in 1.7 entdeckt wurden. Das war, glaube ich, so in den 90er-Folgen, Pi mal Daumen, wenn ich mich noch recht erinnere, als wir auf große Expeditionen gegangen sind, um halt möglichst viele 1.7er-Chunks zu haben, bevor die 1.8 kommt. Die liegen irgendwo da hinten in dem Bereich. Da sind wir von hier aus losgezogen und haben dann hier den großen Bogen geschlagen. Ihr seht, ich habe auch jetzt den Nebel, glaube ich, eingeschaltet ein bisschen, damit das von der Performance her runterläuft.
funktioniert ja auch soweit. So, ein Butterbrot gegessen und dann ziehen wir hier jetzt noch die letzte Linie für heute Abend. So. Zack. Ja, komm. Den Teil können wir noch so weit zumachen, wie wir Material haben. Haben wir da noch was? Nein. Dann wird es jetzt auch wieder Zeit, in die Haja zu gehen. Ja, mit der Länge der Folgen muss ich mir wohl ein bisschen was einfallen lassen. Was wollte ich denn hier? Denn für eine 45-Minuten-Folge ist der Rechner alleine fürs Rendern etwa 3 Stunden belegt. Und ich kann in der Zeit nicht allzu viel machen am Rechner. Ich kann zwar zum Beispiel Minecraft weiterspielen, wenn ich nur auf einer CPU rendern lasse, aber dann dauert halt das Rendern entsprechend länger. Mal ganz abgesehen dann vom Upload. Ja. Bloß den kann man halt anschmeißen und dann läuft der. Der braucht auch nochmal so 2-3 Stunden. Ich krieg halt über meine Leitung, was sind es, um die 6000 im Downstream und hab sowas, ja, etwas über 500 Kilobit im Upstream. Pi mal Daumen immer. Auch nach Tagesform und Laune schwankt das natürlich ein bisschen. Und von daher, bis da eben so 1,3 Gigabyte hochgeladen ist, was eine Dreiviertelstundenfolge bei mir halt ist, von der Größe her, nachher im WMV-Format gerendert, das dauert dann halt eben ein bisschen. Und der Haken ist, mir fehlt dann eben die Zeit für meine anderen Projekte, sprich Trackmania United, nicht Trackmania United, Trackmania 2 Canyon. Da würde ich gerne mehr machen, was immer ein bisschen aufwendiger ist als jetzt hier Minecraft. Einfach vom Spiel her, wenn man halt Strecke baut oder sowas, da muss man schon vorher ein bisschen ausprobieren, sonst seht ihr mich da einfach 2 Stunden rumrätseln und bauen und testen und so weiter und Testfahrten machen. Ist ja nur auch nicht das Gelbe vom Ei. So, das sieht soweit schon mal ganz gut aus. Oder halt so Sachen, gute Zeilen, schlechte Zeilen und die Toolbox-Videos, das sind halt Sachen, die ja schon von der Produktion her ein bisschen aufwendiger sind. Und ja, bei Minecraft ist es halt recht einfach, ne? Minecraft gestartet, Fraps angeschmissen, losgelegt. Und ja, hier bräuchte ich jetzt noch. Entschuldigung. Bräuchte ich jetzt noch einiges an Erde. Ich habe aber festgestellt, dass ich halt mit dieser Dreiviertelstunde für eine Aufnahmesession ganz gut klarkomme. Das scheint so meine natürliche Länge zu sein. So, ihr seht da oben am Kloster von Eudong, da hat sich schon einiges getan. Ja, jetzt ist es ja zu sehen, aber wir werden da trotzdem jetzt erstmal nicht vorbeigucken, sondern da sieht man es nochmal, ne? Da entsteht schön was. Da ist auch noch eine Menge zu tun. Das wird halt dann nochmal extra vorgestellt. Gibt es nochmal ein kleines Special, ein kleines Let's Show. Kommt in nächster Zeit, wenn es denn fertig ist, ne? Ganz einfach, ihr kennt es ja. Ja, aber ihr seht hier schon, hier hüpfen ein paar Schafe rum. Aber sonst ist hier an Tieren nichts. Okay, er braucht hier auch, halt auch einfach eine Zeit, bis er die Welt auf. Ich will mein Minecart wieder haben. So, manchmal, jetzt kann man doch. Zack, jawohl. Mit dem Sprinten kann ich jetzt nämlich über das Minecart rüberspringen. Das ging vorher nicht. Und das eben hier so schön zurückschubsen. So, und wir schauen dann einfach nochmal in der Färberei vorbei. Da liegt nämlich noch genug Erde rum, die wir uns noch abholen können.
Ja, zu den beschaulichen Klängen der Minecraft-Musik. Ja, genießen wir hier einfach mal die Landschaft. Moment mal, ich glaube, ich habe das mit dem Schatten doch sehr weit runter geregelt. Der Sichtweite. Ich schau mal kurz. Nee, normal. Vorher hatte ich halt auch Fahr. Das ist soweit okay. Ja. Done, done, done. Back to Game. Und dann hüpfen wir hier mal raus und zur Färberei. Ja, das mit den Viechern ist jetzt natürlich ein bisschen schade. Also geht ja nicht alleine um Fleisch. Da habe ich ja mehr als genug, beziehungsweise da kommt man eigentlich auch über die Runden, weil ja jetzt eben nicht nur Schweinefleisch geben, sondern auch Kühe. Aber eine Sache ist zum Beispiel Leder. Na, das knapp wird von den Kühen. Und ja, Hühnerfleisch möchte ich einfach auch mal so als Delikatesse mir einsammeln. Und da hinten schwimmt noch eine Kuh im Wasser rum. Ja, also das ist. Ach, die hat eigentlich. Wieso da ist, müsste sie sein? Nicht nach draußen im Wasser. Also. Naja, egal. Wie gesagt, ne, das mit dem Leder wird zum Beispiel durch die Kühe knapp. Oder halt die Milch sammeln für einen Kuchen. Hm? Na, da bin ich halt doch ganz froh, dass ich meine großen Vorräte habe. Nicht nur in Neptuns Dank. Was haben wir hier noch? Ja. Da haben wir noch Erde. Zack, 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 zack. Nehmen wir mal eine Reihe noch mit. Ja, das werden wir dann später wieder auffüllen, wenn ich halt aus der Mine wieder Erde raushole. Na, dann wird die hierhin geschafft und überflüssiger Gravel und Cobblestones und so weiter. Das geht dann alles hierhin zurück. Na, und so bin ich halt auch immer zwischen den Folgen in meiner Welt unterwegs, um hier Material hin und her zu schaffen. Ja, und ja, hab ja sowieso noch eine ganze Menge auf der Liste. Aus der Mitbauaktion müssen ja noch viele Sachen eingebaut werden. Und dann eben auch die Minecart-Strecken gebaut werden, die dahin führen. Ja. Und ja, so einiges muss also noch ein kleines bisschen angepasst werden, so mit den Wegen und so, damit das halt richtig schön hier reinpasst. Da gibt's also einiges zu tun. Ja, und gut, da wird halt viel offscreen passieren. Ja, aber es muss halt trotzdem gemacht werden. So. Ja. Und das ja, Hühnerfleisch und Rindfleisch möchte ich einfach auch sammeln. Damit in Neptuns Dank die Truhen dann voll sind. Man kann ja jetzt Fleisch stacken, richtig, bis zu 64. Auch Brote bis zu 64 Stück in einem Slot. Das ging halt vorher nicht und das spart natürlich jede Menge Truhenplatz in Neptuns Dank, den man dann natürlich auch braucht für die neuen Materialien. No? Das ergänzt sich also alles, passt alles wunderbar. Nur, wenn man so wie ich ist, dass man so eine Truhe dann eben gerne voll hätte, dann hat man da doch auf einmal richtig was zu tun. So. Ja, das Schweinefleisch, Rindfleisch packen wir weg. Nein, es ist genug Fleisch da. Hier, so ist es. Ich bin noch nicht mal hier rangegangen an das, was ich da in Neptuns Dank rumzufliegen habe. Aber, naja, so, das Prinzip, ne? Und es war halt immer mal schön, so zwischendurch einfach mal ein bisschen auf die Jagd zu gehen. Und das fehlt mir jetzt so ein bisschen. Ja, bin ich ganz ehrlich. So, dann werden wir hier weiter. Das auffüllen. Und ihr hört es also auch, die Stimme wird so langsam wieder rau, die ist einfach noch nicht richtig warm, so am Morgen. Deswegen werde ich hier diese Aufnahme auch mal
dann bald beenden. So, wenn ich hier diese Lager dann noch fertig habe, zack, 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 zack. Und ich denke mal, den Schubs sollte er sich hier schon noch holen. Dann machen wir, dass er gleich eine zweite Steigung. Oh yeah. Ja, ihr hört's, ich brauche wieder ein Heißgetränk. Und mit diesen brüchigen Worten, die Sonne geht auch bald wieder unter, ja, mit brechender Stimme verabschiede ich mich hier aus der Folge 170, heute mal etwas kürzer, aber es geht natürlich weiter. Bis dahin, adieu mit Ö.